Ja, die haben schon was gehört. Hallo. Da seid ihr. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Flake. Ich bin Nachtwache. Perfekt. Wir sind die Nachtwache? Hier gibt es eine Nachtwache. Immer. Ja? Die Wachen passen auf, dass keiner was klaut. Obwohl, nicht nur klauen, verstecken oder vielleicht Anbruch oder sowas. Obwohl der Alarm gesichert ist, trotzdem. Nachtwache immer da. Ja, klar. Kommt rein. Hier lang. Das war doch früher mal die Punk-Konzerte in Kirchen, weil die Kirchen waren die einzelnen Räume, wo die Punk spielen durften. Und da hast du nie was gehört, durch die Akustik, bei Blut und Brei. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Vortrag in einer Kirche. Es ist schwierig, weil die Leute verstehen, muss ganz langsam reden, ja. Weil die Akustik ist so Volumen, dass die Leute halt quasi nicht gut. Aber wie die Orgel da klebt, ist geil. Wie im Harry Potter-Film. Genau. Hallo. Oh, ist das getimed, ey. Tobias Schwalbe. Tachchen, Flake. Willkommen. Enjoy. So, ich gebe jetzt auch die Runde. Tachchen. Schauen. Hallo. Hallo. Tachchen. Ist das evangelisch oder katholisch? Katholisch. Katholisch, ja. Ich bin konfessionsfrei, wenn man das so nennen kann. Ich komme aus dem Osten, also aus der DDR. Und da war die Kirche nicht so angesehen. Es war nicht gern gesehen, dass man da ist. Ja, krass, wie unterschiedlich ihr beiden schon groß geworden seid. Also jetzt auch religiös. Habt ihr da eben schon mal drüber gesprochen? Oder? Nee, das Thema hatten jetzt wir noch gerade. Nicht. Musst du über sagen, du bist doch auch katholisch. Ja. Alle Iren sind katholisch, oder? Ich glaube, nach Polen ist Irland irgendwie das Land auf der Welt, wo die meisten Katholiken halt geboren sind. Durchschnitt, wir sind ja nur 4 Millionen Menschen. Viele von meinen Geschwistern sind unfassbar stark gläubig. Und wir hatten das Glück, am Weltkirchentag, 98 war das, in San Remo, auf der Bühne, 20 Minuten zu spielen vor 600.000 Jugendlichen. Und dann auf unserer rechten Seite war der Johannes Paps. Mhm. Wir durften dann zu ihm rübergehen. Dann hat er uns, jeder Einzelne von uns, einen Rosenkranz geschenkt. Und dann habe ich eins von meiner Schwester geklaut. Oder gefunden. Ne? Und die habe ich meine Schwiegermutter dann geschenkt. Und also meine Mutter ist im Himmel. Flake, glaub mir. Weil da gehört sie auch hin, weil sie hat ihren Leben uns geschenkt. Und wenn ich sterbe, werde ich sie besuchen. Wenn du auch in den Himmel kommst. Ne? Ja, genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist, ja, ich hoffe. In der Kindheit hast du ja einiges durchmachen müssen, besonders in der Schule. Habe ich jetzt so gelesen, dass du gestottert hast. Was kannst du anderen Kindern vielleicht auf den Weg geben, die das gleiche Leid mit dir teilen, die vielleicht auch stottern, was ich damals auch sehr stark getan habe? Durchhalten, alles wird später mal gut. Also ich dachte auch früher, das ist ganz schlimm und das Ende, aber im Nachhinein betrachtet ist es dann nicht so schlimm. Einfach durchhalten und weitermachen, versuchen einen Freund zu finden oder eine Freundin und... Großen Tipp kann ich da auch nicht geben. Mir hat die Musik dann weiter geholfen, dass ich mich für mich hinsetzen konnte und Musik hören konnte. Und dabei hatte ich Gefühle von Kraft und Glück und Mut, was mir für den nächsten Schultag dann die Kraft gegeben hat, den nächsten Tag dann so zu überstehen. Und dann habe ich abends so nach der Schule wieder so Musik gehört. Und dann hatte ich so Bands, die ich so für mich entdeckt hatte, die ich auch nicht mit meinen Eltern hören konnte, sondern nur für mich. Und die haben mich dann so aufgebaut. Das war dann meine Kraftquelle. Stones oder so, die hört das kein Mensch mehr. Aber das war damals mein großes Ding. Da habe ich aus jedem Ton habe ich dann so meine Kraft geschöpft. Also wenn man was findet, was einem wirklich so glücklich macht, das hilft vielleicht. Kommt ruhig ein bisschen, kommt hier ruhig ein bisschen vor.